So, jetzt da wir schon wissen, was ein Vektor und was ein Skalar ist, wollen wir doch mal versuchen, dieses Wissen auch anzuwenden. Am besten geht das, wenn wir uns möglichst alltägliche Probleme nehmen, die wir auch alle kennen, zum Beispiel aus deinem Physikbuch wirst du ein paar kennen, aber ein Großteil davon trifft auch wirklich so auf dein Umfeld zu. Du hast dich bestimmt schon mal gefragt, wie schnell bist du gerade unterwegs oder wie lange brauche ich, um irgendwo hinzukommen? Und genau so ein Problem haben wir eigentlich auch hier gegeben. Gucken wir doch mal. Shantanu schafft es mit seinem Auto in einer Stunde 5 Kilometer nach Norden zu fahren. Wie groß war seine Durchschnittsgeschwindigkeit? So, anfangen würde ich persönlich immer damit zu gucken, was ist mir denn eigentlich alles gegeben? Und da sticht uns doch schon sofort ins Auge, dass Shantanu irgendetwas in einer Stunde schafft. Und er schafft in einer Stunde 5 Kilometer zurückzulegen. Wenn wir jetzt zurückerinnern, was wir noch über Vektoren und Skalare wissen, dann sehen wir, dass wir hier einen Wert gegeben haben, 5 Kilometer. Das ist sozusagen die Größe der Angabe, wie weit sich Shantanu bewegt hat. Und dahinter haben wir noch eine Richtungsangabe nach Norden. Also, wenn wir einen Wert und eine Richtungsangabe haben, dann ist das alles zusammen ein Vektor, 5 Kilometer nach Norden. Und man will von uns wissen, wie groß seine Durchschnittsgeschwindigkeit war. Gucken wir doch mal. Also wir wissen, dass die Geschwindigkeit, kleines v, ist die Abkürzung für Geschwindigkeit in der Physik. Und dieser kleine Pfeil zeigt nur an, dass es sich hier um einen Vektor handelt. Dass es also nicht nur die Größe des Wertes der Geschwindigkeit interessiert, sondern auch in welche Richtung diese Geschwindigkeit gegangen ist. So, ja, was ist denn die Geschwindigkeit eigentlich? Ich denke, es ist recht intuitiv, wenn ich sage, dass die Geschwindigkeit, und so stelle ich mir jetzt auch immer vor, Geschwindigkeit bedeutet, dass sich irgendjemand oder irgendetwas bewegt hat. Das hier ist der Weg. Er hat also einen gewissen Weg zurückgelegt und für diesen Weg hat er eine gewisse Zeit gebraucht. Also ist die Geschwindigkeit der Weg, kleines s, durch die Zeit. Und auch hier aufpassen, der Weg, den haben wir hier oben, 5 Kilometer nach Norden, ist auch ein Vektor. Das gleiche könnten wir natürlich auch noch für Skalare machen. Dann würde es so aussehen, Geschwindigkeit ist gleich, ich nehme mal die gleichen Farben, ist gleich der Weg durch die Zeit. Und wie du siehst, der einzige Unterschied wäre wirklich nur, dass die beiden Pfeile über V und S fehlen und dadurch halt nicht anzeigen, dass es sich hierbei um Vektoren handelt. Das heißt, diese Formel hier würden wir nehmen, wenn uns die Richtung nicht interessiert. Und diese Formel hier würden wir nehmen, wenn uns die Richtung interessiert. So wie in dem Fall. Und wir sollten eigentlich auch noch ein bisschen genauer sein. Das kleine t hier bedeutet Zeit. Aber was wir eigentlich haben wollen, ist der Zeitunterschied. Der Zeitunterschied. Das ist in der Physik immer ein bisschen korrekter und ich sehe gerade das hier drüben, wir werden auch der Zeitunterschied. Und wenn wir den Unterschied von irgendwas haben wollen, dann malen wir da so kleine lustige Dreiecke vor. So, du fragst jetzt bestimmt, was machen kleine lustige Dreiecke in der Mathematik? Was haben die da zu suchen? Das bedeutet im Endeffekt nur Unterschied. Und zu dem Zeichen kam man nicht, weil man gerne kleine Dreiecke malt, sondern weil das der griechische Buchstabe für das große Delta ist. Brauchst du dir noch nicht merken, wenn dich das verwirrt. Das ist nur, damit du es schon mal gehört hast. So, und dann gucken wir doch mal. Wir haben unsere Formel. Dann wollen wir doch mal das einsetzen, was wir alles kennen. Die Geschwindigkeit ist also gleich der Weg, den wir zurückgelegt haben, 5 Kilometer nach Norden. 5 Kilometer nach Norden. Nach Norden. Und ich versuche mich mal an einer freihändigen Linie. Na, die ist doch hübsch. Und diese 5 Kilometer nach Norden hat Shantanu in welcher Zeit geschafft? Der Zeitunterschied war eine Stunde. Durch eine Stunde. So, das müssen wir natürlich auch noch ausrechnen. Dafür gucken wir uns am besten erstmal nur den numerischen Part an, also erstmal nur die Zahlen. Also haben wir dann 5 durch 1. Und die Einheiten, Kilometer und Stunde, können wir genauso behandeln, als ob sie auch Zahlen wären. Also rechnen wir noch mal andere Farbe. Kilometer durch. Und Stunde kürze ich mal ab. Stunde kürzt man in der Physik mit einem kleinen h ab. 5 durch 1 mal Kilometer pro Stunde. Und aufgepasst, wir
rechnen hier mit Vektoren, also darf die Richtung nie fehlen. Das ist eine Bewegung nach Norden. Nach Norden. So, und das können wir auch noch ein bisschen vereinfachen. Die Geschwindigkeit von Chandanu war 5. 5 durch 1 ist 5. Kilometer pro Stunde ist unsere Einheit. Und die Bewegung ging nach Norden. Und denkt daran, immer die Richtung mit angeben, wenn wir über einen Vektor sprechen. So, das war eigentlich schon alles. 5 km pro Stunde nach Norden war seine Durchschnittsgeschwindigkeit. Wichtig ist übrigens auch noch das Wort Durchschnittsgeschwindigkeit, also Durchschnitt. Weil seine Geschwindigkeit, die Chandanu nur in dieser Stunde hatte, dürfte sich theoretisch geändert haben. Aber wir sollen ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit er sich durchschnittlich während dieser ganzen Bewegung bewegt hat. Sozusagen in jeder Sekunde, wenn man es denn alles zurückrechnen würde. Und das waren in dem Fall 5 Kilometer pro Stunde nach Norden. Wir machen das Ganze mal noch für die Skalare. Dann haben wir ein kleines V für die Geschwindigkeit. Ist gleich. Die Formel haben wir hier oben. V ist gleich S durch Delta T. Also V ist gleich, der Weg waren 5 Kilometer. Nach Norden brauchen wir diesmal nicht hinschreiben, weil wir Skalare berechnen und Skalare haben keine Richtungsangabe. Und der Zeitunterschied eine Stunde. Und das können wir auch wieder vereinfachen. 5 durch 1 ist 5 und Kilometer pro Stunde ist unsere Einheitsangabe. So, und jetzt kannst du dich natürlich zu Recht fragen. Im letzten Video haben wir von Metern pro Sekunde gesprochen. Was ist denn, wenn ich wissen will, wie viel das jetzt hier, 5 Kilometer pro Stunde, in Metern pro Sekunde ist? Oder was wäre denn, wenn die Aufgabenstellung lauten würde, wie groß war seine Durchschnittsgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde? Naja, dafür müssen wir den ganzen Ausdruck hier einfach umrechnen. Ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir das jetzt schon machen. Am besten gucken wir erstmal, 5 Kilometer pro Stunde, wie viele Meter pro Stunde sind das eigentlich? Und dafür machen wir was? Wir wollen, dass oben nachher Meter steht im Zähler. So, und wenn wir Kilometer aus dem Zähler haben wollen, brauchen wir woanders Kilometer. Ah, ich sehe gerade, ich nehme besser eine andere Farbe. Nehmen wir mal braun. Also wir wollen Meter im Zähler haben. Und um Kilometer aus dem Zähler zu kriegen, brauchen wir auch Kilometer im Nenner. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Wie viele Meter hat denn ein Kilometer? Naja, ich denke, das wissen wir. Das sind 1000. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kürzen sich die Kilometer mit den Kilometern. Dann haben wir hier 5. 5 mal 1000 von hier oben noch. 1000. Und nur um es nochmal genau zu zeigen, 5 Kilometer pro Stunde ist das gleiche wie 5 Eintel Kilometer pro Stunde. Deswegen rechnen wir immer das, was oben im Zähler steht, zusammen. Und auch das, was unten im Nenner steht, das wir jetzt bei beiden durch 1, können wir also auch weglassen. Und die Einheiten dürfen wir nicht vergessen. Im Zähler bleiben noch Meter übrig. Meter. Und im Nenner haben wir noch Stunden übrig. Die Kilometer haben sich herausgekürzt. Stunden. Und wenn wir das jetzt noch zusammenrechnen, 5 mal 1000 sind 5000 Meter pro Stunde. So, jetzt haben wir den ersten Teil geschafft. Die erste Einheit ist schon umgerechnet, jetzt müssten wir nur noch hier unten umrechnen. Aber ich würde dir immer raten, bei Einheitenumrechnung, wenn du mehrere Sachen umrechnest, immer zwischendrin schon mal eine Schätzung zu machen, ob dein Zwischenergebnis so auch stimmen kann. Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, 5 Kilometer in einer Stunde, das müssen ja wesentlich mehr Meter in einer Stunde sein, weil Meter ist ja eine viel kleinere Einheit als Kilometer. Also 5000 ist wesentlich größer als 5. Das heißt, das Ergebnis könnte, zumindest geschätzt, so auf jeden Fall schon mal richtig sein. Jetzt müssen wir natürlich noch die Stunden hier unten aus dem Nenner wegkriegen. Und dafür machen wir es am besten genauso wie hier oben. Wir wollen nachher Sekunden unten im Nenner haben. Und wie kriegen wir Stunden aus dem Nenner? Naja, genauso wie hier oben. Damit es sich auskürzt, machen wir Stunden in den Zähler. Und jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wie viele Sekunden in einer Stunde sind. Und dafür, das mache ich mal hier drüben, gucken wir einfach. Wir wissen, dass wir 60 Sekunden
in einer Minute haben. Richtig? Und wir wissen auch mal, wir haben 60 Minuten in einer Stunde. Wenn wir das jetzt ausrechnen, dann kürzen sich die Minuten mit den Minuten raus. 6 mal 6 sind 36, 2 Nullen noch hinten dran. So. Und bei den Einheiten haben wir Sekunden pro Stunde. Also, ich kürze das mal ab. Ein kleines S ist bei den Einheiten die Abkürzung für Sekunden. Nicht verwechseln das S mit dem S von hier oben vom Weg. Aber dürfte eigentlich nicht vorkommen, weil das ja wieder eine Einheitenabkürzung ist. Und im Nenner haben wir noch Stunden übrig. So, und da wir hier aber Stunden pro Sekunde brauchen, schreiben wir das mal so, 3600 Sekunden pro Stunde, weil dann können wir das nämlich beides einfach umdrehen und haben 1 durch 3600, ein 3600stel Stunden je Sekunde. Super, und genau das können wir jetzt hier drüben nämlich einsetzen. Und wenn wir das jetzt alles ausrechnen, dann können wir die Stunden wieder mit den Stunden rauskürzen. Und was bekommen wir dann? Wir bekommen 5000 von hier noch, 5000 geteilt durch. Wir gucken immer erstmal die Zahlen an. So, wir hätten jetzt 5000 mal 1, können wir also bei 5000 lassen. Das hier sind im Endeffekt 5000 Eintel. Also haben wir unten im Nenner 1 mal 3600, sind 3600. Und bei den Einheiten haben wir schon rausgekürzt, bleibt im Zähler noch Meter pro. Und im Nenner haben wir Sekunde. Also wie du siehst, wir haben auf jeden Fall schon mal die richtigen Einheiten rausbekommen. Also müssen wir jetzt nur noch die Zahlen ausrechnen. 5000 durch 3600 ist das gleiche, als wenn man 50 durch 36 rechnet. Und das ist, lass mich kurz überlegen, 1,3, ich runde das mal, 9. Kleiner Scherz, ich kann das nicht im Kopf ausrechnen. Das habe ich natürlich vorher schon mal gemacht. Also haben wir 1,39 Meter pro Sekunde. Und das war's, wir sind fertig. 1,39 Meter pro Sekunde ist das gleiche wie 5 Kilometer pro Stunde. Das heißt, Chantanu hat sich wirklich ziemlich langsam in seinem Auto bewegt.